Anton van Zanten ist Ingenieur. Und einer der bedeutendsten Erfinder auf dem Gebiet der Fahrsicherheit. Seine Erfindung ist die Bremse, die denkt und dadurch, wenn nötig, auch lenkt. ESP, das elektronische Stabilitätsprogramm. Die Auswirkungen sind enorm. 45% weniger Unfalltote durch das intelligente Bremssystem. Seit 2014 ist ESP Pflicht in Neufahrzeugen in Europa. Schon während seiner Doktorarbeit 1973 in den USA befasst sich der gebürtige Niederländer mit der Sicherheit von Fahrzeugen. Kann Elektronik schneller und vor allem auch klüger als ein menschliches Gehirn in einer Paniksituation reagieren? Bei einem plötzlichen Ausweichmanöver kommt ein so gebautes Fahrzeug leicht ins Schleudern und kippt um. Das war der Wendepunkt für Van Zantens Erfindung. Alle Räder, die Fahrzeugmitte und das Lenkrad sind mit Sensoren ausgestattet. Die Daten laufen vorne in einem Steuergerät zusammen. Die Sensoren an der Lenkung und in der Mitte des Wagens haben die Abweichung direkt erkannt. Sofort reagiert das Steuergerät des ESP und erzeugt damit die nötige Gegenkraft, ohne dass der Fahrer etwas tun muss. Das macht den Erfinder stolz. ESP hat der Firma sehr viel Geld gekostet. Aber es hat sich gelohnt. Es ist ein Markterfolg geworden und rettet sehr viele Menschenleben. Ein Lebenswerk im Namen der Sicherheit von Millionen Verkehrsteilnehmern.